Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist der 25.08.2020. In 5 Tagen habe ich Geburtstag. In 4 Tagen Charlie, mein Hund, den zweiten. Heute war Claudia da. Es war ganz nett, sie hat Bilder mitgebracht. Wir haben uns Fotos angeschaut und so. Und haben getratscht, Kaffee getrunken und geraucht, obwohl sie nur noch E-Zigarette raucht, aber ich habe geraucht. Und es war ein ganz entspannter Tag. Bis um 16.30 Uhr. Weil sie ihren Sohn abholen musste, musste sie heute wieder früher nach Hause. Und es war ganz okay. Ich glaube, länger hätte ich es eher nicht durchgehalten, weil ich ziemlich Kreuzschmerzen hatte und Nierenweh. Und Christoph habe ich ja gestern abgesagt und bin nicht gefahren. Da habe ich bis 11 Uhr geschlafen, oder knapp 11. Und dann habe ich auf Claudia gewartet und heute war es nicht so heiß draußen. Es ist gegangen, wir waren eine Stunde draußen, wir sind über eine Stunde. Und dann sind wir wieder reingegangen, haben uns unterhalten und ja, es war ganz nett und auch teilweise lustig und ein angenehmer Nachmittag. Claudia kommt am Samstag wieder mit Sonja. Sonja kommt morgen wieder. Ich bin ziemlich müde, obwohl ich noch gar nicht so lange auf bin. 9 Stunden. Es ist gerade 20.04 Uhr. Ich habe Mordsgelenkschmerzen und kann nicht sagen warum. Mir tut alles weh, vom kleinen Zehen bis zum kleinen Finger. Und morgen kommt die Volkshilfe. Duschen. Und mit Christoph hätte ich mir am 11. einen Termin ausgemacht, aber dann hat mir meine Mutter gesagt, dass ich am 10. die Zahn-OP habe und am 11. demnach noch nicht voll wiederhergestellt wäre. Jetzt hätte ich ihm noch eine SMS geschrieben, ob er am 16. Zeit hat. Darauf hat er noch nicht geantwortet. Das sind über 2 Wochen, fast 3, aber naja, bei mir geht sich terminmäßig nicht anders aus. Ich habe jetzt die ganze Zeit Assistenten eingeteilt und ich habe einfach keine Zeit. Mit Kerstin gestern war es ganz gut. Und ich fühle mich auch ausgeglichener. Die 3-Monats-Spritze habe ich gerade bekommen von meiner Mutter. Also sollten die Symptome die nächsten Tage auch wieder besser werden. Ich hatte ja so starkes perimenstruales Syndrom. Und das war auch ein Grund dafür, dass ich mich für die 3-Monats-Spritze entschieden habe. Weil ich sogar Suizidgedanken hatte, vor und nach der Regel. Und das war ganz, ganz krass, also von Antriebslosigkeit bis zu Traurigkeit, bis zu Selbstmordgedanken, alles dabei. Das nennt man PMTT, also nicht prämenstruales Syndrom, sondern
wenn es gerade depressive, weiß ich nicht was. Ich weiß nicht, für was das ZD steht. Aber seit ich da Monatsspritze nehme, ist es deutlich besser. Ich habe zwar im letzten Monat Stimmungsschwankungen, aber es ist nicht mehr so schlimm. Ich fühle mich heute irgendwie aufgedunsen und geschwollen. Und sehe auch ein bisschen so aus. Ich weiß nicht warum. Da habe ich wieder zugelegt. Mein Bauch wird kleiner, aber mein Gesicht wird runder. Komisch. Auf jeden Fall, mehr gibt's nicht zu erzählen. Das war so heute. Und gestern. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao. Macht's gut. Eure Ines.